Yo Leute und willkommen zurück zu Pokémon Heart Gold, der Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir haben im letzten Part den Weg zur Safari-Zone gemacht und haben uns jetzt mal die Mission gesetzt, die ganzen Encounter zu holen, die wir verpasst haben. Einfach weil, warum nicht? Und wir holen uns jetzt einmal hier kurz in, Gott, wie heißt das hier nochmal? Diese Stadt hier halt. Hier ist eine Kraxlerstelle. Okay, cool, wusste ich nicht. ja. In der Stadt hier auf jeden Fall, holen wir uns jetzt auch erstmal unseren Encounter. Es ist ein Tosca, das zählt sowas für mich. Ich meine, wir haben einen Tosca. Genau da. Na gut, das heißt für mich, dass ich definitiv gleich einmal angeln werde. Und hoffentlich ein besseres Pokémon lands hier. Und keins, was wir schon haben. So. Es beißt nichts an, okay. Was haben wir denn geangelt? Okay, wir sind vollständig. Wir haben alle Kokons. Okay, wir haben theoretisch nur einen Raupi, aber... ja, ne? Ich habe immer noch Flottbälle. Meine Güte. Egal, Netzball sollte trotzdem wirken, weil... es ist nur ein Panikon. Ja. Okay, das eine hieß Plumpsklo, wie nenne ich dich jetzt? Ich weiß es nicht. Eigentlich mag ich Pudox. Müsste das zweite P nicht groß sein, egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt die OP-Motte. Die ist halt ein bisschen besser als Omot, denn sie ist eine OP-Motte. Und Rosemarie ruft an, hast du ein Item für mich? Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ist immer so früh. Nein. Warum redest du von einem Farbpegel? Hattest du einen Farbpegel? Ja, ich glaube, du hattest wirklich einen Farbpegel. Keine Ahnung. Dann, warte mal, ich brauche nicht fliegen. Der nächste Encounter ist direkt hier nebenan eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob der Typ, der da auf der Insel steht, irgendwas für mich hat. Ist mir jetzt gerade auch egal. Wenn er irgendwas Wichtiges für mich hat, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben oder so. Und ihr es halt wisst. Oh, hi. Und ja, das meine ich mit Enter jetzt ein bisschen angekratzt. Leute, überlegen, hä? Was ist das für eine Musik? Was kommt jetzt? Surfer! Ich werde, wie gesagt, nicht versuchen, sie zu fangen und Surfer wird sowieso nicht killen, aber, ne? Einfach ein bisschen Damage drauf machen. Weil das bisher nur Entei aufgetaucht ist und Raikou noch nicht einmal. So, und dann holen wir uns endlich mal den Encounter, den ich damals vergessen habe. Route 46, okay. Was haben wir hier Schönes? Ein Quiekel! Haben wir schon. Okay. Ich hätte damals schon Quiekel haben können. Ha. Okay, ich hätte den Quiekel so oder so vor der ersten Arena haben können, aber was auch immer. Und ja, im Level 2er will ich dann jetzt nicht unbedingt umbringen. Das sind zu wenig Erfahrungspunkte. Und ein Pummeluff. Okay. Warum nicht? Meine, noch ein Pokémon, wofür wir Mondstein brauchen. Warum nicht? So, schmeißen wir mal einen Flottball. Und ich sag's mal so, wenn wir bis zur Liga keinen Mondstein gefunden haben und Nidorino immer noch leben sollte, werde ich mir einfach einen Mondstein aus diesem Pokadlon-Scheiße da holen. Ich werde sowas noch keinen Spaß daran haben, einfach weil ich das über den PC spielen muss. Aber ja, weil ihr wisst ja, dass dieses Pokadlon eigentlich ziemlich auf Touch geht. Und haha, mein Touch ist halt ziemlich mit Maus. Und ja, was auch immer. Gehen wir einfach mal nach Neuwalkia. Und holen uns hier nochmal den Encounter und können eigentlich sogar noch weiter nach rechts gehen und da den Encounter holen. Okay, unser Encounter in Neuwalkia. Okay, Versuch Nummer 2, nicht wahr, Otto?
Wir müssen es wieder fangen, weil es ist gestorben, also Versuch Nummer 2. Ich werde aber dennoch rauswechseln. Einfach, weil ich keinen Bock habe, da jetzt einen Flügelschlag abzubekommen. Und mit Level 17 solltest du 40 KP haben. Hoffe ich doch. Okay. Du hast fucking wenig KP. Ich meine, das sind 45 KP oder was, die du noch hast. So, Überball. Ja, ich weiß, ich hätte wieder einen Flottball werfen können, aber bevor er ausgebrochen wäre und ein Flügelschlag auf meinen Tusker eingesetzt hätte, mache ich das lieber so. Gut. Otto ist back in the hood. Oder so. Ja, ich möchte Starro wieder einen Spitznamen geben und natürlich gebe ich ihm den besten Spitznamen überhaupt. Otto 2. Ja, ich weiß, kreativ. Selber stolz auf mich. Okay, Route 27. Nächster Encounter. Ist ein Feuerriegel! Okay, das ist cool. Muss ich aber wieder rauswechseln. Und Feuerriegel gilt dasselbe wie eben gerade bei Staravia. Mit Level 20 solltest du wohl über 40 KP haben. Auch wenn du jetzt in diesem Fall nicht entwickelt bist, du, hä? Ne? Wehe, du hast keine 40 KP. Das ist genauso wenig. Meine Güte. Okay, letzter Hyperball. Ich weiß nicht, ob Feuerriegel drinnen bleibt, weil die Fangrate ist halt allzu, ja, ne? Nicht allzu gut, so. Das wollte ich sagen. Egal, wir haben es gefangen, Feuerriegel. Sehr schön. Hey, wir haben unseren Starter gefangen. Oder so. Ach, hier hat Professor Linty immer her. Oder so. Feuermaus. Ich dachte, du bist ein Igel. Keine Ahnung. Falls ihr die Animation kennt, wo Eruption rauskommt in Gen 6 und Gen 7, dann wisst ihr, warum Feuerarsch. Weil Tornopto beugt sich nach vorne und die Eruption kommt aus dem Arsch hochgeflogen. Also, ja, ne? Erklärt wohl von selbst, warum Feuerarsch. Okay, Server, tut mir das einmal. Da haben wir noch die Toyo-Fälle da, wo wir noch ein Pokémon fangen können. Und ja, das wär's dann, glaube ich, auch schon fast. Also, das heißt fast, das wär's dann. Hey, soll ich dir was sagen? Du hast den ersten Schritt in Richtung Kanto gemacht. Oh mein Gott, bringt mir nur nichts, weil ich Kaskade brauche. Ja. Dojo-Fälle. Okay. Storak. So, Flottball go. Easy. Wir haben aber einen scheiß Starrock. Es verrückt nach Eisenerz. Bei Revierkämpfen stoßen Starrock aneinander mit ihren Stahlkörpern und verbeugen sich gegenseitig oder so. Nein, tun sie nicht, egal. Wie nennen wir es? Denk mal, ich verspreche nicht so viel, wenn ich sage, ich will das Ding im Team haben. Aber gut. Keine Ahnung, nennen wir es. Auch wenn sie wahrscheinlich nie diese Videos sehen wird. Egal. Falsch rum. So. Also mit einer. Keine Ahnung. Lass mich. Sonst können wir hier, glaube ich, in der Höhle noch nichts weitermachen, weil. Ja.
Und dann haben wir hier hinten noch ein Item, was wir uns eben auch nochmal holen werden. Und eventuell ist es ja der Mondstein, den ich brauche. Haha. Ha, ha. Hallo Feuerregel. Oh mein Gott, konnte ich predicten oder was? Ja, ich meine, das ist wohl, denke ich mal, ziemlich klar, dass Feuerregel hier Tentacha darstellt. Und Tentacha taucht halt ziemlich oft auf. Ach ja. Und Tuska nähert sich so ganz langsam den Level ab. Aber wirklich ganz langsam. Und tschüss, Feuerregel. Nun muss ich mal gucken wegen Steuerung, weil ich wie ich das wegen dem Training mache, weil ich habe jetzt eigentlich keinen Bock wieder zu trainieren. Also, eventuell nehme ich es ein Team, sobald wieder irgendwas sterben sollte oder so. Aber ja, was auch immer. So, Item aufheben. Hackattack, okay. Okay, es ist. Ja, was auch immer, ich habe kein Flug-Pokémon. Ich hab's auch fliegen, aber. Ernsthaft, ich kann jetzt nicht darüber fliegen. Wenigstens zur Anfangsstadt hätte ich gehofft. Na gut, was auch immer. Yay, ein wildes Pokémon. So ein Feuerregel. Und wird es für ein Level abreichen? Okay, ich sehe gerade, mit 32 entwickelt sich Tuska. Also, das Level-Up bringt mir eigentlich leider noch gar nichts. Aber es reicht für ein Level-Up, sehr schön. Das heißt, wir brauchen nur noch eins. Wenn ich jetzt einen Sonderbon hätte, hätte ich den sowas von dafür benutzt. Habe ich aber leider nicht. Und eigentlich möchte ich schon noch ganz gerne noch Tuska haben, bevor ich zur Arena gehe. Natürlich habe ich dann eine Kampfschwäche, eine stärkere Käferschwäche. Ja, dafür habe ich aber eine Psychoimmunität. An sich bringt dieser Unlicht-Typ halt wirklich, also diese Typen-Kombo hat halt nur mehr Schwächen als irgendwie Vorteile. Andererseits ist es halt offensiv sehr stark. Ach ja. So, darf ich jetzt irgendwo hinfliegen? Und ja, wir fliegen einfach mal. Ja, nach Oliviana City, was sollte, haben wir halt eben kein Noctuska. Ich will halt jetzt echt nicht noch mehr Zeit verschwenden. Und hey, wer weiß, was sie überhaupt für Pokémon hat. Sie kann fucking starke Pokémon haben, die mich auseinandernehmen. Sie kann aber auch schwache haben. Und ja, wir werden es hier gleich sehen. Wobei Noctuska halt ziemlich stark ist mit 115 Attack-Werten. Also wirklich mit beiden Werten 115. Aber gut, wir gucken erst einmal bei uns im PC, was denn diese Pokémon alles so haben. Vielleicht tragen die ja irgendwelche Items. Zum Beispiel du trägst eine blaue Flöte. Alter, habe ich viele Pokémon gefangen. Holy shit. Du hast TM81. Vielleicht hatte ich das schon mal, vielleicht auch nicht. Kann ich ja gleich mal gucken. Adlerauge, Fußangel, Speckschicht, Expidermis, Schambolzen, Bedroher, Großbrand. Warte, wie viel bist du? 17. Okay. Kühnes Wesen. Ich glaube, es war scheiße, oder? Ja, fuck. Aber hey, immerhin Death Plus. Ja, gut, dann muss ich nochmal überlegen, ob ich die vielleicht wirklich mal mitnehme oder so. Ja. Das könnte wiederum ziemlich gut sein. Andererseits, wie viele spezielle Attacken kannst du hier? Naja. Was auch immer. Lass uns auf jeden Fall erstmal unsere neuen Pokémon, die wir gefangen haben. Und TM81 gucken, genau. Okay. Hey, wir haben endlich mal eine gute Attacke. Energieball, was du natürlich nicht kannst. Warum kannst du das? Ist mir egal, Kamerupt.
Dann können wir Kopfnuss wegmachen. Also Kamerup dafür hat auf jeden Fall ein ziemlich starkes Moveset jetzt. Und ja, rein theoretisch, was will ich mit Energieball treffen? Gibt nicht allzu viel, aber wenn da sowas wie ein Morlott oder sowas vor mir steht, würde ich das trotzdem machen, weil Morlott auch nicht schnell ist. Und ja. Ja, hi Typ, der mich anquatscht, aber nicht gegen mich kämpfen möchte. Hi Tosse, der mich anquatscht, aber auch wieder nicht kämpfen möchte. Okay, so. Wir werden... mit Toskaliden. Mal sehen, was sie hat. Danke für deine Hilfe im Leuchtturm, aber wenn du gegen mich kämpfen willst, mache ich es dir deshalb nicht leichter. Ich möchte mich noch einmal vorstellen, ich bin Jasmin, die Arena-Leiterin. Und irgendwas mit Stahl-Pokémon, die du wahrscheinlich nicht haben wirst, aber ist schon okay, ich verstehe das. Und ja, ich meine, ich bin auch ein Käfer-Trainer. Oder so. Bluebella, okay. Level 31. Warum ist das jetzt nur Level 31, aber das andere war 2 Level höher, hä? Egal, mach ich einfach mal Finte. Meine Bluebella kann mein Tusk gar nicht auch nicht allzu viel. Und Falterreigen kann es hier noch nicht. Ich mach kein Damage. Warum drücke ich dann nochmal Finte? Ich hau auch einfach zu Trümmerer drücken und seine Def senken. Fluchtwert senken, okay, was hast du vor? Warum willst du mal Fluchtwert senken? Zauberblatt. Okay, du senkst mal Fluchtwert, um mich dann mit einer Attacke anzugreifen, die sowieso nicht verfehlen kann. Okay, was auch immer. So, einmal die Def gesenkt. Sonntag. Okay. Ich meine, gut, dann hast du jetzt halt Chlorophyll und... Das Solar Beam solltest du auf den Level nicht können. Au. Und nochmal Satrumra. So, dann werde ich mir einmal einen Supertrank reindrücken. Und dann kommt ja gleich schon der See des Zorns, meine Güte. Und ein Hypertrank, okay. Ja gut, es war irgendwie schon vorherzusehen, dass Rubella jetzt einen Trank kriegt. Aber hey, wir sind beide wieder voll, also nochmal von vorne oder so. Wenn du wieder Locktopf drückst. So meine ich das nicht mit von vorne. Okay, ist der Trumra. Und nochmal die Def gesenkt. Ja, ich weiß, das dauert jetzt gerade ein bisschen, aber ich möchte das halt echt mal mit Furz machen. Einfach damit wir Noctuska bald haben. Stachelsporen, ernsthaft. Die droppst du erst jetzt. Die macht man eigentlich am Anfang des Kampfes. Aber okay. Wer bin ich schon, dass ich zu bestimmen habe, nicht wahr? Dann hast du ernsthaft nur 4 Pflanzenattacken. Oder ist Lockdorf eine Pflanzenattacke? Theoretisch ja, auch wenn sie als normal vielleicht gezählt wird, aber es ist für mich trotzdem eine Pflanzenattacke. Au. Und ein Crit. So, tschüss Bluebella. 1200 Erfahrungspunkte. Die nehme ich sehr gerne. Und ein Enikoro. Okay, Enikoro ist das Stahlhaus. Boah, zum Glück. Und es ist 3 Level höher. Nee. Warte. War es nicht 35? Egal, keine Ahnung. Ich glaube, hier war ein Chester. Aber weil Chester auch Double Kick hat. Oh ja, Fake Out, was auch immer. Hätte so oder so nichts machen können. Au. Holy shit. Machst du Damage. Und Anziehung. Yay. Ja gut, dann komme ich jetzt entweder durch oder auch nicht. Wenn nicht, dann werde ich sowas von auswechseln. Starvorliebe, okay. Okay, ich würde es so oder so auswechseln. Wechseln wir einfach nach Momo, weil ist gerade Momo wirklich unser einziges weibliches Pokémon. Egal, auf jeden Fall schläft Momo jetzt. Yay. Zum Glück haben wir Heilungs-Items. Weil die Schlafrunden möchte ich jetzt nicht ausdäumen. Und eine Runde schlafen wir sowieso. Wenn wir schon eine Marion-Bäre haben, benutzen wir die auch.
Doppelzieb. Au. Au. Zweimal getroffen, okay. Und Gesang geht daneben. Das war zu erwarten. Ich meine, wenn sie ja schon wieder getroffen hätte, dann hätte ich mich lange verarscht gefühlt. Aber gut. Stärke macht die Hälfte, okay. Aber eine Beere, richtig. Ja. Dann. Ich drücke trotzdem nochmal Stärke, einfach weil der Trank eigentlich weg ist. Und falls du auch mal doch noch einen weiteren Trank aus der Tasche ziehst, dann okay, Glückwunsch. Okay. Irgendwann musst du ja wieder treffen, nicht wahr? Ach ja. So, Hyperheiler. Und Duplexiv wieder. War ja irgendwie klar. Warum hast du eigentlich 10 KP, damit du an 9? Ja, gesagt, aber das ist trotzdem zu viel. Und Gesang geht daneben. Sehr schön. Und tschüss, Yannikoro. Und ja, ich weiß, rein theoretisch hätte sie mich jetzt killen können, wenn sie 5-mal getroffen hätte und eventuell 2 von den Doppelzips gecrittet hätte oder irgendwie so. Keine Ahnung, ist mir egal. Aber pro Indokoro, wo hast du den Mondstein her? Und am... Das ist cool! Das ist fucking cool, dass sie jetzt einen Ampharos hat. Okay, ich werde auch einfach einmal Stärke drücken, einfach weil... Ampharos kann stark sein, ja, aber ich habe immer noch relativ akzeptabel KP, so dass ich eigentlich nicht geone-shottet werden kann. Und ja, jetzt kommt so dieser Moment, wo ich mir denke, Kamerupt, du bist ein scheiß Kamerupt, jetzt tu, was du tun sollst, und zwar töten. Baumwollsaat, okay, mach mich langsamer, wenn du der Meinung bist, dass das jetzt wichtig ist, ich meine... Erst paaren und dann verlangsamen. Das ist so bescheuert, Energieball drauf zu sehen. Und Ladevorgang, okay, was kannst du unten Angriffsmove? Also eigentlich müsstest du Donnerschlag können, ne? Und Intensität 8 und Schiss. Da haben wir den Orden ja relativ solide bekommen. Das war beeindruckend. Ich weiß, danke. Oder so. Mal sehen, was du für eine TM bekommst von ihr. Weil eigentlich, ja, Eisenschweif und so, aber... Ne? Okay, meine Punkte brauche ich mir jetzt bis 70. Das gilt für dich, Chester. Oder so. TM 23. Walzer. Ist auch wieder so eine Attacke, die ich nicht haben will. Einfach weil... Ich bin gelockt. Und wer weiß, was für Pokémon da immer noch kommen. Nein, Lyra, mit dir will ich nicht reden. Erst einmal meine Pokémon auffallen gehen. So. Aber mit Energieball hätte ich eine wirklich gute Attacke da drin. Ich meine, schade, dass Tuska sie nicht kann. Aber wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Vielleicht bringt sie mir auf Kamerupt wirklich irgendwas. Und apropos Kamerupt, kann ich mal gucken, ob das jetzt vielleicht irgendwie neue Attacken erlernen kann oder so. Ich kann Kraftwelle, warum nicht, ne? Aber also, welche Stärke hat das eigentlich? 60. Hm. Ich habe gerade gesehen, dass Nidorino das kann, aber wenn es eigentlich nicht genauso stark ist wie Doppelkick, dann brauche ich es auch nicht. So, See des Zorns. Dann gucken wir gleich mal, ob wir das rote Gyarados, also ob das rote Gyarados gerandomized ist oder ob wir es einfach umklatschen werden. Ich tendiere schon mal zur Richtung umklatschen, deswegen werde ich einfach schon mal Chester an erste Stelle packen. Einfach, falls er mit Drachenwut angreift, dass ich mit Drachenwut kontern kann. Warte mal, See des Zorns, haben wir hier überhaupt schon ein Pokémon? Scheiße, das weiß ich gerade gar nicht. Ich war ja hier oben schon mal, das weiß ich, aber ich weiß nicht, ob wir ein Pokémon hier gefangen hatten. Rein theoretisch hätte ich mir eins angeln können, aber wer weiß, wie die Angel hier war. Ich gucke einfach mal kurz,
im Pokémon Center, ob wir da irgendein Pokémon haben mit See des Zorns. Nicht ablegen. Oder Pokémon bewegen. Bericht. Fensterturm, Dunkelhöhle, einer von Steiner, Turmruine 35, Kesselberg 42, 43. Seht es uns, ja, okay. Wir haben eins. Und theoretisch müsste Knarxes zusammen mit Hippopotas ein ziemlich starkes Team-Up geben. Einfach wegen den Dingens hier. Sandsturm. Fluchtwert erhöhen und so, ne? Easy. Aber werde ich wirklich auf Fluchtwert hopfen? Eigentlich nicht. Weil irgendwann treffen die Gegner doch oder so. So, dann surfe ich mal wieder auf meinen Kaktus darüber. Hallo rotes Gyarados und hallo wildes Pokémon. Na, einfach ein Hornio, auch gut. Hi Chester. Mach das Hornio mal tot. Und wenn das Gyarados gerandomized ist, dann müsste das wirklich eigentlich ein Shiny gerandomized sein. So, wir werden ja sehen, ist es oder ist es nicht? Nein, natürlich ist es das nicht. Das rote Gyarados, hey, es ist sogar weiblich. Na gut. Und es regnet, oh mein Gott. Bedroher, nein, nicht der Bedroher. So, erste Drachenwut in deine Fresse. Wenn du mich mit Biss angreifst, okay. Zu viel Damage, Alter. Und zweite Drachenwut. Okay. Dann sollten wir das eigentlich gewonnen haben, weil dann habe ich halt jetzt noch 10 KP. Aua. Und ja. Hat er es getan? Er hat es getan. Er hat das rote Gyarados getötet. So ein Monster. Oh mein Gott. Ja, ich darf sowieso nicht benutzen, von daher ist es sowieso egal, ob ich es fange oder nicht. Und rote Haut erhalten. Yay, wir können uns den EP-Teiler holen. Und somit wird das, denke ich mal, Training ein bisschen einfacher, falls wir irgendwelche neuen Teammitglieder hochleveln müssen. Hi Ziggy. Okay, woher wusstest du jetzt, dass sich das Garros mit Gewalt zu Gyarados entwickelt hat? Das ergibt keinen Sinn. Vor allem, warum ist es dann ein rotes Gyarados? Man muss es ja trotzdem gezwungenermaßen ein goldenes Karpador gewesen sein. Wenn dieses rote Gyarados wirklich einzigartig wäre und das Shiny Gyarados irgendwie, keine Ahnung, gelb wäre oder so, dann hätte ich auch nichts dazu gesagt, aber so ergibt es halt keinen Sinn. Und wenn das rote Gyarados halt noch eigene Stats hätte. Aber gut. Ich würde sagen, ich beende die Party an dieser Stelle. Am nächsten Part werden wir dann halt Team Rocket mal ein bisschen aufwirbeln oder so. Und ja, bis dahin, Leute, und ciao.